Nach der Weltmeisterschaft in Doha hat Marcel Hug noch einen Abstecher an New York Marathon gemacht und ist dort schon seinen 6. Marathon in diesem Jahr gefahren. Jetzt ist er wieder zurück in der Schweiz. Weil die WM viel Energie gebraucht hat, ist er trotzdem verpasst den Sieg zufrieden mit dem Ergebnis. Ich habe sicher ein bisschen gehofft, vielleicht sogar um einen Sieg mitfahren können. Aber ich war wahrscheinlich auch gleich ein bisschen müde gewesen, von der ganzen Reise und von der Weltmeisterschaft in Doha. Von dem her bin ich glaube, mit dem 3. Rang doch recht zufrieden. An der Paralympischen Leichtathletik-WM war Marcel Hug bei 4 Rennen am Start gewesen. Über 400 und 1500 Meter hat er das Podest nur ganz knapp verpasst. Beim 5000 Meter Rennen ist er Zweiter geworden. Mit dem 3. Platz über 800 Meter hat er seinen Weltmeistertitel von vor 2 Jahren nicht können verteidigen. Ein bisschen enttäuscht sicher, dass es vom Rang her nicht gelangt hat, ganz führen. Aber wenn ich das Rennen anschaue, dann habe ich doch, glaube ich, das Beste daraus gemacht. Was sehr schwierig war, sind 3 Chinesen im Finale gewesen. Die haben sehr gut zusammengearbeitet, haben vorne blockiert, dass es sehr schwierig war für mich, eine gute Position zu haben. Und von dem her, glaube ich, habe ich das Beste rausgeholt. Der Marcel Hug ist Welt- und Europameister und ist mehrfach ausgezeichnet worden als Schweizer Behindertensportler vom Jahr. Was ihm noch fehlt, ist eine olympische Goldmedaille. Für den Trainer Paul Odermatt ist die aber nächstes Jahr in Rio greifbar. Ich bin sehr zuversichtlich, absolut. Obwohl, ich meine, man kann sie nicht einfach holen, aber ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass der Marcel das kann schaffen kann. Wenn wir jetzt die richtigen Schlüsse ziehen aus diesen Weltmeisterschaften, ein paar Sachen verbessern, dann bin ich eigentlich doch zuversichtlich. Zeit, um sich von den vergangenen Wettkämpfen zu erholen, hat Marcel Hug nicht lang. Schon am 8. November startet er in Japan seinen nächsten Marathon.